Sprachspiele? Ich habe den ganzen Morgen geübt, damit ich nicht herfasste. Und das mache ich doch nur, dir ein kleines Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Und meistens mit Erfolg. Meistens? Dann muss ich daran arbeiten, dass es meistens ein Dümmer wird. Wobei, wer weiß noch, wie lange du mich noch brauchst. Kind, du bist jetzt 16 Jahre alt. Hui, wenn du so weitermachst, bist du bald älter als ich. Was? Und dann brauchst du kein Kindermädchen mehr. Sie sind viel mehr als das. Und außerdem, wo sollte ich denn hin? Mein Papa lässt mich ja nicht. Er ist so ein Angsthase. Er ist kein Angsthase, Laura. Er ist nur sehr vorsichtig. Er wird dich halt nicht auch noch verlieren. Meine Mama ist nun schon so lange tot. Und mich immer hier einzusperren, macht sie auch nicht wieder lebendig. Das musst du verstehen. Nein, ich bin ein Teenager. Ich muss gar nichts. Er muss. Und zwar mich loslassen. Loslassen, um jemanden nicht zu verlieren, ist auf das Schwierigste der Welt. Aber heute ist erstmal dein Geburtstag und ich wünsche dir das Beste im Leben. Muss ich nicht verstehen, oder? Leben, das Beste im Leben. Ja, das macht doch mehr Sinn. Ach, du kennst mich doch, eine alte Wortspielerin. Und beim Anagrammen nimmt man die Buchstaben eines Wortes und bildet daraus ein neues. Du kannst zum Beispiel aus dem Wort Lampe eine Palme machen. Was? Oh, stimmt. Probier's mal aus, ich gebe dir ein Wort. Kater. Kater. Kater und Kreta. Unglaublich, du bist wirklich gut darin. Ich habe auch eins für Sie. Atlas. Oh, das ist schwer. Sag's mir. Salat. Ach, wunderbar. Und jetzt noch eins für dich. Ferien. Das ist einfach. Ferien sind zum Feiern da. Und Feiern ist ein ausgezeichnetes Stichwort. Heute ist dein Ich meine es doch nur gut mit dir. Oder mit dir, Papa.